Der August hat begonnen und hat auch in PlayerUnknown's Battlegrounds eine Menge Neuerungen mitgebracht. Die wichtigsten Meldungen der Woche gibt's jetzt im Überblick. Diese Woche ist endlich das Month 4 Update für Battlegrounds erschienen. Das hat, wie schon zuvor angekündigt, endlich reine Ego-Sicht-Server und das neue Gewehr MK14 EBR aus Airdrops gebracht. Allerdings gab's auch Grund zum Frust, denn der Patch hat außerdem nervige Lags und Rubberbanding ins Spiel gebracht. Ach ja, und diese eine andere Sache noch. There's that AK guy still alive, just watch out here. No! Denn nach Stream Sniping kommt jetzt Stream Honking. Der neue Trend der Stream-Trolle ist es, bekannte Streamer mit der gerade erst neu eingebauten Autohupen-Funktion in den Wahnsinn zu treiben. Da kann man sich von stressen lassen, kann man aber auch einfach abstellen, so wie hier Madude. See, like, for example. Nach dem gigantischen Erfolg von Twitch Plays Pokémon war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Battlegrounds vom Twitch-Chat ferngesteuert wird. Das Prinzip ist das gleiche. User schreiben Befehle in den Twitch-Chat, ein Bot setzt die meistgenannten Eingaben dann als Bewegung um. Und obwohl es unendlich umständlich ist, hat die Community sogar zwei Kills geschafft, wobei ein Opfer sich für die Aktion freiwillig hingegeben hat und tatsächlich Platz 3 gemacht. Das war's schon wieder mit dieser Ausgabe. Euch jetzt die kommende Woche viel Spaß in Battlegrounds und bis zum nächsten Mal.